Wenn ich etwas Kritisches sage, hat das nur den Punkt, auf diese Quelle hinzuweisen. Wenn wir wieder uns auf das Evangelium von Jesus, dem Retter, konzentrieren und Menschen einladen, kehrt um von den Götzen zum lebendigen Gott. Das ist die alte Botschaft. Und die brauchen wir heute dringender als je. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Sinkende Mitgliederzahlen, fehlende geistliche Aufbrüche, eingeschlafene Gemeinden. Es gibt nicht wenige Menschen, die der evangelischen Kirche in Deutschland eine handfeste Krise attestieren. Unser heutiger Gast hat eine sehr dezidierte Meinung dazu. Er ist einer der profiliertesten Köpfe des evangelikalen Spektrums in Deutschland und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Ulrich Bazzani, herzlich willkommen. Danke. Jetzt ist gerade schon ein Wort gefallen, evangelikal, habe ich mal ganz frech gesagt. Können Sie mit dem Begriff was anfangen? Naja, beziehen Sie den auf sich oder wie ist das? Ja, kann man. Evangelisch reicht mir eigentlich. Es kommt vom Evangelium. Im Englischen heißt es Evangelical. Und in der englischen Welt war Evangelical dann auch mit der Betonung, ja, das sind die, die wirklich sich auf das biblische Evangelium beziehen. Und als es eine kritische Auseinandersetzung in den evangelischen Kirchen gab, ob man eigentlich die Bibel noch so wörtlich nehmen soll und so weiter, da bildete sich dieses Fremdwort, ein bisschen künstliches Wort vor etwa 35 Jahren, evangelikal. Naja, manche fremdeln damit. Ich habe gesagt, okay, ich bestimme, was es ist. Es sind die, die intensiv evangelisch sind, die Bibel ernst nehmen als Gottes Wort, die mit Leidenschaft Jesus nachfolgen und die gerne das Evangelium von Jesus auch verbreiten möchten, sodass andere angesteckt werden und die das auch von Herzen glauben und ihrem Leben praktizieren möchten. Das verbinde ich mit dem Ausdruck evangelikal und deshalb ist das für mich okay. Also für Sie durchaus positiv konnotiert, ja, in dem Fall. Es ist noch gar nicht so lange her, wir schreiben das Jahr 2016 und da wurde ein Netzwerk gegründet, das Netzwerk um Bibel und Bekenntnis. Und da waren Sie nicht ganz unbeteiligt bei der Gründung. Ich zitiere mal aus dem Kommuniqué: In der evangelischen Kirche wird die Grundlage des Glaubens zunehmend demontiert. Das ist eine harte Aussage. Was meinen Sie damit? Na, das ist nicht neu. Ich meine, ich habe Theologie studiert an Universitäten. Es war seit 50, 60 Jahren ist das weit verbreitet, dass die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt wird. In der radikalen Bibelkritik heißt es da, die Bibel ist Literatur wie alle andere Literatur. Sie ist nicht Gottes Wort. Das war in der Reformation völlig klar und das ist für Christen bis heute wichtig, dass die Bibel das Dokument der Offenbarung Gottes ist, also dass wir hier es mit einem Wort der Autorität Gottes zu tun haben und dass deshalb Quelle für uns da des Lebens daraus ist, aber auch Maßstab für Glauben und Leben, für die Gemeinschaft in der Kirche, aber auch für den Einzelnen. Wenn das in Frage gestellt wird und wenn jetzt jeder sozusagen sich seinen religiösen Reim darauf macht, wie er es möchte, dann muss man davon sprechen, dass Grundlagen in Frage gestellt werden. Jetzt ist ja gerade 500 Jahre Reformationsjubiläum. Ich meine, in der Reformation war es so, dass man den Kern zusammenfasste mit den vier allein. Allein Christus, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben und allein durch die Heilige Schrift. Denn woher wissen wir von Christus? Woher wissen wir, wer Gott ist? Allein dadurch, dass er sich offenbart hat und dass es dokumentiert in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes. Wenn man das ankratzt, dann fängt alles an zu wackeln. Und das können Sie jetzt heute sehen. Dann ist plötzlich nicht mehr klar, dass Jesus der gekreuzigte und auferstandene, der Retter ist, durch den alle Menschen zu Gott, mit Gott versöhnt werden können. Dann hat das Auswirkungen auf den interreligiösen Dialog. Man muss sagen, alle glauben, was sie wollen, alle haben irgendwie recht, lass sie. So, dann wird es beliebig und das ist weitgehend in der evangelischen Kirche der Fall. Und deshalb sage ich, ja, da geht es jetzt an die Grundlagen. Das geht an die Grundlagen und deshalb haben Sie auch dieses Netzwerk gegründet. Ist das Zentrum dieses Netzwerks Bibel und Bekenntnis, eben die Heilige Schrift, die Bibel als das Gotteswort ernst zu nehmen? Naja, also ich will das gar nicht überschätzen, dieses Netzwerk. Das entstand in einer Situation, ohne dass man es eigentlich wirklich wollte. Wir hatten eine Kontroverse darüber, ob wir in diesen Fragen jetzt wirklich auch öffentlich Stellung nehmen und auch innerhalb unserer evangelischen Kirchen die Kontroverse suchen sollen oder ob man das lieber
still und heimlich hinter verschlossenen Türen verhandelt. Und ich war mit anderen der Meinung, das, was hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, das mag ja vielleicht hilfreich sein. Hoffentlich kommt was Gutes dabei raus. Wichtig ist, wie kann man den Christen an der Basis, den Gemeinden an der Basis Orientierung geben? Und dazu gehört, dass man auch öffentlich Stellung nimmt. Und daraus ist aus diesem Motiv, ist dieses Netzwerk entstanden, eigentlich Leute, die sich Christen, mündige Christen, auch Pfarrer, aber auch Nicht-Theologen, die sich zusammengeschlossen haben und sagen, ja gut, wir stehen dazu. Wir möchten klar sagen, für uns ist die Bibel Gottes Wort. Und deshalb richten wir uns nach dem, was sie sagt. Christus ist für uns der einzige Weg zu Gott. Er ist auferstanden, er wird wiederkommen. Seine Kreuzigung hat einen versöhnenden Charakter für die Welt. Und das wollen wir weiter sagen. Und das gilt auch für die ethischen Fragen, denn da knallt es ja am meisten. Auch in den evangelischen Kirchen gerade im Blick auf Ehebeziehungen und Segnung und oder gar Trauung, gleichgeschlechtlicher Paare, totale Kontroversen. Und da machen unsere Kirchenleitungen in evangelischen Kirchen einfach den Durchmarsch, beschließen das oben. Und an der Basis gibt es eine Menge Pfarrer wie mich, aber auch Christen, die sagen, nicht mit uns. Wir lesen die Bibel und wir sehen, dass dieses die Bibel etwas anderes sagt. Da stimmen wir nicht zu. Da sagen wir dann, mit dem alten Martin Luther, Konzilien können irren. Jetzt sprachen Sie gerade von, ja, das waren eigentlich Sätze aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, die Sie genannt haben. Jesus Christus ist gestorben, ist auferstanden. Da müsste man ja eigentlich meinen, dass das auch jeder evangelische Pfarrer so unterschreiben würde. Das sehen Sie aber nicht so, oder? Ja, ich würde es ja gerne so sehen. Ich scheue mich fast zu behaupten, dass man es anzweifeln muss. Denn jeder Pfarrer hat wie ich, alle 20.000 in der evangelischen Kirche in Deutschland, haben ein Ordinationsgelübde abgelegt, das ziemlich gleichlautend ist, indem es heißt, dass wir das Evangelium rein und lauter so zu verkündigen haben, so versprochen haben, so zu verkündigen, wie es im Gotteswort der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes gegeben ist und wie es in Bekenntnissen der alten Kirche und der Reformation bezeugt wird. Das hat jeder gelobt. Also muss man davon ausgehen, dass das Glaubensbekenntnis, das apostolische, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass das gilt. Nun gab es aber schon in den 90er Jahren durch einen praktischen Theologen der Humboldt-Universität eine religionssoziologische Untersuchung in einem Buch veröffentlicht, Die neuen Gesichter Gottes. Was glauben die Pfarrer? Und da wird festgestellt, statistisch nun festgestellt, jetzt ist keine evangelikale Verleumdung, dass etwa 50% der Pfarrerschaft glaubt, dass der christliche Glaube etwas mit Erlösung zu tun hätte. Das heißt, 50%. Ja, das heißt, es gibt große Teile in der Pfarrerschaft, wird dort festgestellt. Jetzt sage ich noch einmal, das ist keine Verleumdung von bösartigen Evangelikalen, sondern das ist von einem liberalen, praktischen Theologen nach religionssoziologischen Prinzipien ermittelt, dass ein großer Teil der Pfarrerschaft die Kernaussagen des Apostolikums nicht für tatsächlich hält. Da machen auch Bischöfe kein Hehl draus. Die Jungfrau, Jesus von der Jungfrau Maria geboren, das sei eine Legende. So, und ob das Grab leer war, ja, da muss man im Gespräch bleiben. Das habe ich neulich von einem führenden Mann wieder gehört in der Öffentlichkeit. Also davon hinge der Glaube nicht ab. Doch, nach Paulus hängt der Glaube davon ab. Wann ist das Ihrer Meinung nach aus dem Ruder gelaufen, dass es da so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich auf der Zunge führe, mit dem Glaubensbekenntnis und was ich dann da eigentlich glaube, auch als Pfarrer? Ja, ich meine, Kritiker und Zweifel hat es immer gegeben. Das, man kann ja auch dagegen sein. Das gibt es von Anfang an. Aber seit etwa 300 Jahren hat es eine Bewegung gegeben durch die Aufklärungsphilosophie bestimmt, die eine radikale Bibelkritik unter ganz bestimmten weltanschaulichen Voraussetzungen vorgenommen hat. Und das Schwierige, was ich sehe heute, ist eine gewisse Doppelbödigkeit. Ganz viele meiner Kollegen haben gelernt, dass man das alles historisch zerfleddern kann. Und augenzwinkernd sagt man natürlich, das ist alles nicht so wörtlich gemeint. Aber nicht in die Tonne damit, wie früher die alten Kritiker hatten gesagt, weg damit. Und die Atheisten würden sagen, hau es in die Mülltonne. Es stimmt ja alles nicht. Sondern sie sagen, nein, es ist ja eine Wahrheit drin. Ob Jesus nun wirklich den Sturm gestillt hat und See Genezareth ist nicht wichtig. Hauptsache, ich kann glauben, dass er die Stürme meines Lebens stillt.
Ja, ich bete sie. Wenn er den damals nicht gestillt hat, warum sollte ich glauben, dass er die Stürme meines Lebens stillt? Diese Doppelbödigkeit, die zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Nun ist das ja aber so, dass dieses, Sie sprachen gerade von diesem Analogieprinzip und dass man es alles historisch-kritisch zerfleddert, wie Sie gerade sagten, das ist ja durchaus eine Haltung, die auch dem heutigen, der heutigen Mainstream-Meinung entspricht und dem heutigen, allzu aufgeklärten Bürger vielleicht auch zusagen müsste. Da müssten doch eigentlich unsere Kirchen heute voll sein. Das ist aber nicht der Fall. Nein, die Leute ziehen ja die andere Konsequenz. Wenn sie das sagen, das ist so, muss man kritisieren, ist alles nicht passiert, ist alles Märchen und Legenden, dann sagen die allerwenigsten, natürlich gibt es auch noch ein paar, die sagen, ja gut, auch Märchen haben eine tiefe Bedeutung. Jetzt gehe ich also in die Kirche, ich meine, der Mensch ist religiös und manche haben also auch ein Bedürfnis danach, mal so sakrale Räume zu haben und solche Feiern zu erleben. Glaube ist vor allen Dingen Gefühl, nichts Genaues weiß man nicht, aber man braucht ja auch was fürs Gefühl. Natürlich brauchen wir was fürs Gefühl. Aber zum Leben und zum Sterben brauche ich nicht nur ein unsicheres Gefühl, was sich in Schwierigkeiten auflöst wie ein Nebel, Pudding, den ich nicht an die Wand nageln kann, sondern ich brauche Tatsachen, die stärker sind als die Nöte des Lebens, als mit denen ich leben und sterben kann. Deshalb ist das so gespalten. Ich glaube, dass man mit dieser Doppelbödigkeit, der religiösen Doppelbödigkeit, sage ich mal, die in vielen Bereichen der evangelischen Kirche hantiert wird, heute kein Hund hinterm Ofen vorlockt. Man kann noch eine religiöse Minderheit damit befriedigen. Aber es gehen ja nur knapp 4% der Mitglieder der evangelischen Kirche nur noch sonntags in einen Gottesdienst. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Zahlen sind ja durchaus auch verheerend, wenn man sich die in den letzten Jahren und Jahrzehnten mal anschaut. Gleichwohl ist das mein Eindruck, dass die Kirche, die evangelische Kirche zumal, jetzt auch nicht besonders große Anstrengungen zeigt, durch eine aktive Mission die Kirche wieder voller zu bekommen. Wie sehen Sie das? Sie sind ja lange Jahre und Jahrzehnte als Evangelist, als in der Mission tätiger Mensch und Pfarrer auch immer wieder durch Deutschland gereist und haben das sicherlich gut gesehen, was da vor sich geht. Nun, es gibt Sonne und Sonne, sage ich mal. Ich kenne im ganzen Lande sehr, sehr viele Pfarrer und auch aktive Gemeinden, die wirklich brennen für Jesus und die dem Wort Gottes in der Bibel vertrauen und die mit Freude das Evangelium verkünden in Wort und in Tat. Und da sind die Kirchen auch voll. Da sind die Kirchen voll und wir haben viele Aktionen, Glaubenskurse. Das boomt oft. Da gibt es heute auch ganz unterschiedliche Methoden, auch neue Wege, ganz ideenreiche Wege, wie man den Menschen begegnet. Denn da brennt ja unser Herz. Wir sagen den Menschen, ihr müsst das einfach glauben. Wir kennen ja ihre Ablehnung, ihre Zweifel, ihre schlechten Erfahrungen. Und das braucht auf lange Wege und viel liebevolle Geduld. Aber man muss ihnen auch etwas anbieten und das erklären. Ja, wir ringen darum, dass diese Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen kommt, verständlich ausgedrückt wird, auch so, dass sie zuhören können und es verstehen können. Und wir sehen auch Land auf Land ab, wo es solche Gemeinden gibt, die so zum Wort Gottes und mit der Überzeugung, mit der lutherischen Überzeugung, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, dass es eine Schöpferkraft ist. Der Luther hatte ja eine kernige Gewissheit, dass das Wort Gottes eine schöpferische Kraft hat. Während das Wort Gottes läuft, trinke ich mein wittenbergisches Bier, hat er gesagt. Na gut, also die anderen können Apfelsaft trinken. Aber daraus spricht so dieses Bewusstsein, das ist nicht nur eine Meinung, ich habe nicht nur einen religiösen Denkanstoß zu geben, sondern das Wort Gottes, das ich weitergeben darf, hat eine schöpferische, rettende, verwandelnde Kraft. Und die so verkünden, erleben auch, dass es diese Wirkung hat. Also, und das sollte nur mehr kommen. Es gab mal um die Jahrtausendwende auch in den evangelischen Kirchen, auch in der, eben ich war selber dabei, 1999, der Bischof Huber hatte da ein richtiges Herz dafür. Da gab es in Leipzig eine Synode, die auch noch einmal die Verkündigung des Evangeliums, die Mission und Evangelisation, wie wir das nennen, als eine Priorität gesehen hat. Aber wenn Sie das heute betrachten, wird da überall zurückgerudert. Man dürfe nicht und man dürfe niemandem etwas überstülpen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch mittlerweile, das war 1999, mittlerweile ist das doch vorsichtig gesprochen ein bisschen defensiv, was da von der Kirche angeboten wird, gerade auch im interreligiösen Dialog. Macht man sich da ein bisschen zu klein? Das glaube ich.
Ja, natürlich. Ich meine, ich war ja Vikar in Jerusalem auf der Westbank, auf der arabischen Seite vor dem Sechstagekrieg. Habe damals im Jahr 64, 65 gründlich die islamische Welt kennengelernt und weiß deshalb, dass man sehr wohl mit einem Muslim ein respektvolles Gespräch führen kann, wenn man seinen eigenen Glauben ernst nimmt. Ich habe immer erlebt, dass überzeugte Muslime einen hohen Respekt haben nur vor Christen, die auch ihren Glauben leben. Wenn man sich aber meint, durch Herabminderung, durch Relativierung des eigenen, man sagt, lese auch nicht immer die Bibel, gehe auch nicht jeden Sonntag in die Gottesdienste oder so, hat man schon verloren. Hat man schon verloren. Ich verstehe das gar nicht. Warum man empfiehlt, in Kreuze abzunehmen und in kirchlichen Kindergärten nicht mehr zu beten. Das erwarten eigentlich Vertreter anderer Religionen, dass man das tut und dass wir dialogfähig sind. Natürlich sprechen miteinander darüber, aber auch die Unterschiede nicht ausblenden. Es kann nicht alles gleich richtig sein. Das geht, es kann nicht gleich sein, es kann nicht derselbe Gott sein, der auf der einen Seite sagt, schneide den Feinden den Hals ab und sollst deine Feinde lieben. Entweder oder, es kann nicht alles gleich wahr sein. Wir sprachen gerade schon ein bisschen von diesen Relativierungserscheinungen, gerade in der evangelischen Kirche, wenn es um die leibliche Auferstehung geht, wenn es auch um die Wundergeschichten Jesu geht. Nun gibt es ja zum Beispiel in der katholischen Kirche das Lehramt, was auch über die katholischen Fakultäten wacht und da teilweise auch recht rigoros den Stecker zieht, wenn es nicht so gelehrt wird, wie die es gerne hätten. Gucken Sie da manchmal ein bisschen neidisch rüber oder ist das eigentlich keine Option für Sie? Es wird Sie enttäuschen, als katholischer Christ, wenn ich jetzt sage, ich gucke überhaupt nicht neidisch rüber, obwohl ich mich gefreut habe, dass der Papst Benedikt so tolle Jesusbücher geschrieben hat. Die hätte ich mir gerne von evangelischen Bischöfen gewünscht. Die sind sehr bibeltreu, Glaubwürdigkeit der Evangelien, mit großem Gewinn gelesen. Die Reformation war der Überzeugung, dass das Wort Gottes in der Heiligen Schrift gegeben ist und dass die Gemeinde das Recht hat, nach dem Wort Gottes die Lehre zu beurteilen. Also auch zu beurteilen, was der Pfarrer predigt. Deshalb ist das so wichtig, deshalb liegt mir so daran, dass wir die Leute ans Bibellesen kriegen. Dass die Christen, die die Bibel nicht lesen, und zwar ganz lesen, nicht mal hier und da ein Vers, so wie fürs Poesiealbum, irgendwie mal ein Mutmachspruch, ist ja auch schön, die Zusammenhänge lesen, damit man urteilsfähig wird. Und dass man auch einen Pfarrer ansprechen kann und sagen, hören Sie mal, was haben Sie da eigentlich gesagt? Und wie ist das begründet? Und wie leiten Sie das eigentlich aus der Heiligen Schrift ab? So, das ist, ich habe ein großes Vertrauen, dass Christus der Herr seiner Gemeinde ist und dass er im Heiligen Geist selber gegenwärtig ist und dass die Wahrheit sich durchsetzt durch das Wort Gottes und dass er immer wieder mündige, lebendige Gemeinde schafft. Das ist ja die ganze Geschichte, aber in evangelischen und katholischen Kirchen und Freikirchen, wir erleben alle, dass es in der Geschichte unserer Gemeinden und Kirchen immer wieder diese Prozesse gibt, wo sich das Wort Gottes gegen die Kirche durchsetzt. Als Franz von Assisi las die Bibel und es entwickelte eine Dynamik gegen die damalige Kirche. Das war bei den Waldensern so, das war bei Huss so, das war bei Luther so. Und das war im Pietismus so, in den Erweckungsbewegungen. Auch nach der Reformation sind die evangelischen Kirchen zum Teil in Schönheit erstarrt und in Richtigkeit und brauchten neue Aufbrüche. Und wir brauchen es bis heute auch. Wir brauchen immer wieder, dass sich das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes selber durchsetzt gegen uns. Nein, deshalb glaube ich nicht, es ist verführerisch zu denken, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Und wenn Sie mal betrachten, wie es in der katholischen Kirche läuft, wenn ich so mir anhöre, was da alles so gesagt wird, dann zweifle ich manchmal, wie viel das Lehramt dort eigentlich heute wert ist. Okay, ist vielleicht eine andere Geschichte. Wir erleben Sie auch heute als sehr engagierten, auch Kritiker Ihrer eigenen Kirche. Nun ist es eine Kirche, gleich wie die katholische Kirche in Deutschland, die sehr wohlhabend ist und die auch durch die Kirchensteuer sicherlich in einer auch weltweit finanziell herausgehobenen Situation sich befindet. Ist das mehr Fluch oder ist das mehr Segen? Nimmt das vielleicht auch so ein bisschen dem Heiligen Geist die Luft zum Atmen, wenn immer ganz klar ist, dass ich über einen riesen Verwaltungsapparat verfüge, dass ich eigentlich immer über verlässlich hohe Mittel verfüge? Wie beurteilen Sie das? Man müsste doch eigentlich sagen, Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeiten. Was können wir damit alles Gutes tun?
Leider muss man aber sagen, dass wegen des immer noch strömenden finanziellen Reichtums, der ja nicht aus dem lebendigen Glauben der Christen da kommt, sondern der wirtschaftlichen Situation Deutschlands. Kaum eine Kirchengemeinde wäre in der Lage, allein mit den Kirchensteuern der Gottesdienstbesucher sonntags morgens ihre Pfarrergehalt zu bezahlen und die Gebäude zu unterhalten. Es scheint mir leider so, dass ohne finanziellen Druck gibt es kaum Bereitschaft zu richtiger Veränderung in den evangelischen Kirchen. Und dieser finanzielle Druck führt heute zwar dazu, dass Leute, Kirchenleitungen langfristig sagen, also wir werden in Zukunft nicht mehr so viele sein, demografische Entwicklung, und deshalb muss man Pfarrstellen zusammenlegen, Gemeinde zusammen, das schafft wieder viel Ärger, wird alles strukturell irgendwie langfristig bereinigt. Ist ja auch irgendwie verständlich, weil wir Pfarrer werden dann bezahlt nach Beamten, Gehältern mit Pensionsansprüchen, und da muss man die halbe Ewigkeit ja mitfinanzieren. Das geht ja auf die Dauer nicht. Das könnte alles so ein Segen sein. Aber es ist schade, und man muss leider kritisch sagen, es führt dazu, dass nicht genug Bereitschaft ist, die eigentlichen inhaltlichen Kernfragen zu stellen und zu sagen, wir sind entweder eine missionarische Kirche, wir stehen für unseren Glauben und wir werben dafür, dass Menschen Christus nachfolgen und dann sich mit Leib und Leben auch dafür einsetzen, in den Gemeinden und so zusammen leben. Wir sind eine Minderheit. Ja, so what? Ist das was Schlimmes? In den meisten Ländern der Welt sind christliche Gemeinden eine Minderheit. Aber sie haben eine Dynamik. Schauen Sie nach China. Gerade auch im Iran und sonst wo. Es wachsen neue Gemeinden mit einer Dynamik, in Verhältnissen, die sehr, sehr beschwerlich sind und gar nicht vom überfließenden finanziellen Reichtum der Kirchen geprägt sind. Jetzt haben wir ganz viel über Probleme und über Problemfelder gesprochen. Wo gäbe es denn Ihrer Meinung nach Lösungen für diese Probleme? Wo sehen Sie auch Selbstheilungskräfte der evangelischen Kirche, über die sie bereits verfügt, die sie vielleicht noch ein bisschen stärker akzentuieren müsste? Also die Heilungskräfte liegen im Worte Gottes, liegen in dem auferstandenen Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes und dass es Menschen zum Glauben kommen. Deshalb, es macht eine Freude. Deshalb bin ich da bei aller Kritik mit Begeisterung dabei, auch innerhalb der Landeskirchen. Da kenne ich so viele Gemeinden, wo es blüht, wo Pfarrer wirklich dem Wort Gottes getreu predigen, mit Freude und Vollmacht predigen, wo Gemeinden aktiv in Diakonie, also sozialen Diensten, aber auch missionarisch, evangelistisch arbeiten und wo Gemeinden wachsen, wo es Hauskreise gibt, wo Glaubenskurse passieren und in Jugendarbeiten, wo junge Leute in Jugendgottesdiensten und auf sogenannten Freizeiten, in Camps, mit Begeisterung das Evangelium hören und miteinander teilen. Da habe ich überhaupt gar keine. Die Christenheit wächst, die christliche Gemeinde wächst in der ganzen Welt dramatisch. Westeuropa ist der einzige Teil der Welt, wo das nicht der Fall ist. Es ist aber auch der Teil, in dem die Kirchen zum Teil materiell am reichsten sind, die schönsten alten Gebäude haben. Das heißt, wir brauchen keine Sorge zu haben, ob das nicht weitergeht. Nein, es geht dynamisch weiter. Wir wollen nur hoffen und beten und arbeiten dafür. Und auch wenn ich etwas Kritisches sage, hat das nur den Punkt, auf diese Quelle hinzuweisen. Wenn wir wieder uns auf das Evangelium von Jesus, dem Retter, konzentrieren und Menschen einladen, kehrt um von den Götzen zum lebendigen Gott. Das ist die alte Botschaft. Und die brauchen wir heute dringender als je. Wir glauben an die Götzen. Wir glauben ans Geld. Wir glauben an unsere Autos. Wir glauben an unsere Amulette. Wir glauben an Okkultismus. Die Lebensangst ist groß, dass wir an jeden Quatsch glauben, uns verkaufen. Bekehrt euch von den Götzen zum lebendigen Gott. Folgt Jesus nach. Er macht frei. Wo das passiert, wächst was. Und da bete ich drum und hoffe mit vielen, vielen anderen, dass wir auch in unserem Land und auch in Europa da noch einmal andere Zeiten erleben. Ulrich Pazani, was für ein engagiertes Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende der Sendung, wir könnten da noch ganz lange drüber sprechen. Allen Interessierten sei Ihr neues Buch ans Herz gelegt. Wir haben es auch gerade schon mal eingeblendet. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Gern.
Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, nämlich für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.